down in the car. One time give it all, bust it open, huh? Let me see you jar. Get down in the car. One time give it all, bust it open, huh? Let me see you jar. Servus, Freunde. So, kennt ihr das, wenn ihr ein Video schaut und es euch sofort in den ersten paar Sekunden catcht? Genau das ist hier passiert bei mir. Das passiert mir sehr, sehr selten. Ich habe jetzt die ersten paar Sekunden gesehen und fand es sofort geil. Das, finde ich, ist ein YouTube-Video auf High Level und aktuell eins meiner Lieblingsvideos in der Harley-Szene bis dato in 2024. Super sympathisch, sehr direkt, sehr offen, überhaupt nicht gekünstelt, überhaupt nicht angespannt, ganz locker. Krass, ich werde jetzt gar nicht lange schnacken, Leute. Tut mir nur bitte einen Gefallen. Das ist nicht mein Content. Ja? Dieses geile Video hat Clubstyle Culture Berlin gemacht. Ja? Oder beziehungsweise, weiß ich gar nicht genau, wie der Kanal heißt. Ich schaue mal ganz kurz rein. Doch, Clubstyle Culture Berlin. Und geht da bitte hin, lasst ein Abo da, kommentiert, Daumen nach oben, habe ich auch schon alles gemacht. Ich bin nur über Instagram, ist ja normal, ne, in dieser Harley-Welt, die ist ja relativ klein, bin ich auf die schon mal gestoßen, auch unter anderem durch die Petrol-Nerds. Schöne Grüße gehen raus. Lasst uns das jetzt mal reinziehen. Aber ich finde, es ist so geil und gelungen, in den ersten Sekunden schon. Und für Leute wie mich, die in dieser Club-Style-Szene überhaupt nicht drin sind, wird das, glaube ich, ein brutalst informatives und interessantes Video. Und ich denke, danach werde ich abgeholt sein. Wie gesagt, nicht lange schnacken, es geht jetzt los. Wer fängt an? Okay. Wie fangen wir überhaupt an? Das ist die Frage. Da bin ich gerade eben rein. Also die Antwort war, wir fangen einfach an. Fangen einfach an. Hallo und voll willkommen. Geil. Ihr seht eine Couch, keine Messe, kein Treffen. Wir haben uns gerade schon vorbereitet, haben einen Anfang gesucht. Einen Anfang finden, ist uns aufgefallen, ist gar nicht so einfach. Stimmt. Deswegen so ein anderes Format heute. Hi. Warte kurz, mein Handy klingelt. Schatz, es gibt kein Rum mehr. Kannst du mal bitte nach oben gehen? Es wird kein Rum mehr gefunden oder kein alkoholisches Getränk mehr, was wir trinken können. Dankeschön. Bitte. Wir wollen ja keine Moderatoren sein oder ähnliches, sondern vielleicht heute auch mal so erzählen, warum gibt es uns, wer sind wir eigentlich? Jetzt sitzen hier Nico und ich, Patrick, falls jemand meinen Namen noch nicht kannte. Aber wir sind ja viel mehr Leute. Wir wollen jetzt einfach repräsentativ für die Sache mal kurz erzählen, um was es geht. Nico, da bist du, glaube ich, der bessere Part von uns beiden. Ja, ich glaube, gestartet ist das ganze Thema damals 2018-19, wo ich sozusagen... Da kannten wir uns noch nicht. Wo ich zwei Leute kennengelernt habe, die letztendlich im Motorradbereich unterwegs waren. Ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und man hat sich halt angefreundet über die Zeit. Daraus entstanden ist letztendlich auch ziemlich enge Verbindung, die den Fokus gelegt hat auf Clubstyle. Zu dem Zeitpunkt bin ich noch eine Indian Scout Bobber gefahren. Und krass. Da hatten wir halt die Idee, das ganze Thema über Instagram ein bisschen zu forcieren. Ja. Habe ich dann gestartet. Ich habe angefangen, Videos abzudrehen, in der Werkstatt, beim Fahren, ein bisschen Überblick zu geben, was wir machen. Und was wir gemerkt haben, ist, dass die Resonanz und die Entwicklung in dem Bereich Clubstyle wirklich enorm ist. Ja. Letztendlich hat es mit den beiden Personen unglücklicherweise nicht mehr funktioniert. Aus diversen Gründen brauchen wir jetzt nicht... ist manchmal so, ne? Einfach andere Wege gehen, bevor es komisch wird. Und das hat halt letztendlich so, ist dann so weitergegangen, dass wir uns sehr eng kennenlernen konnten. Genau, dann haben wir ja gesagt, lass uns irgendwas machen, aber ohne Druck, ohne Zwang. Ja. Einfach nur, dass die Sache irgendwie einen Namen hat. Genau. Und wir wollten einfach so irgendwas für uns haben, was uns keiner mehr wegnehmen kann. Und wir... meine ich ja jetzt nicht uns beide, sondern alle, die eh schon da waren und zusammen Motorrad gefahren sind. Hat sich alles so ein bisschen parallel aufgebaut. Jeder hat sich neu orientiert und wir haben uns alle in der Mitte gefunden, ja. Genau. Die Entscheidung war ja dann gemeinsam so ein Thema. Ich weiß auch noch, wie wir im Dezember uns das Logo ausgedacht haben. Ja, ausgedacht kann man ja auch
angelehnt an deine erste Idee, aber irgendwie wollten wir es besser machen. Das sollte ja schon das Logo zeigen. Ja, ne? Zumal die erste Idee, die ist ja entstanden mit den damaligen zwei Kumpels. Und ja, als das alles irgendwie in die falsche Richtung gegangen ist, haben wir entschieden, dass wir doch einfach mal was zusammen aufbauen. Genau, das Klappstall-Thema war für uns sowieso präsent. Ich glaube, das ist relativ ähnlich zu dem, was wie auch so viele Communities, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Community ist, keine Ahnung, aber wie so Communities auch zusammenkommen oder Freunde, die halt irgendwie für die Sache stehen, sei es jetzt Harley-Davidson, sei es Indian, sei es Clubstyle, ich weiß gar nicht, Clubstyle wird ja wahrscheinlich auch nicht nur auf Harley-Davidson bezogen sein, wie gesagt, ich habe keinen Plan. Clubstyle ist ja erstmal, glaube ich, ein übergeordnetes Wort, ne? Aber voll interessant, mal so die Anfänge mitzubekommen, ne? Ich finde es immer cool, weil das bringt mich und euch und uns alle auch irgendwie ein bisschen näher zusammen und erleichtert vielleicht auch dann zum Beispiel, wenn man sich in Bad Salzuflen mal irgendwie sieht oder keine Ahnung wo, so ein bisschen das Kennenlernen, mal Hallo sagen, weil man hat dann jetzt über das Video auch schon so ein bisschen Nähe zu der Truppe. Ich find's cool. Und haben eine neue Seite ins Leben gerufen. Clubstyle Culture Berlin. Wir wollten auch immer folgen, bitte, Jungs. Neuen Content haben und nicht irgendwas anderes reposten, hochladen. Wir haben gesagt, wir machen nicht die 100. Repost-Seite. Mhm. Es ist cool, Repost-Seiten zu haben, da sieht man immer wieder neue Sachen. Aber wir wollten ja mal zeigen, was wir so bauen, was wir nicht bauen oder. Was wir nicht bauen, ist auch falsch. Auf einigen deutschen Clubstyle-Seiten war ja, das Clubstyle, was in Deutschland gelebt wird, jetzt nicht präsent, muss man ganz klar sagen. Es gab hier und da mal einen Post, wo man mal einige Vielleicht eine Sache noch. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich durch die Petrolnerds da irgendwie drauf gekommen bin. Also besonders Björn, Peggy, Markus. Ne? Da habe ich erst mal so gerafft, was das eigentlich ist. Und ich hatte jetzt ein Video mit Harley-Davidson in Bielefeld gemacht. Könnt ihr auch mal drauf gehen, blende ich hier gleich mal irgendwo ein. Da geht es ja auch um das Thema Clubstyle. Und ich glaube, dass auf jeden Fall wie Patronals, aber auch die Truppe hier, dass hier in Deutschland oder einen großen Anteil daran haben, zumindest aus meiner Perspektive, aus meiner Sichtweise oder meinem Horizont, dass dieses Thema Clubstyle gerade so krass in Deutschland auch lebt. Das ist crazy. Ohne Scheiß. Hammer. Sehen konnte. Ja, meistens hat man aber, wie du schon sagst, so US-Kennzeichen. Der Fokus war woanders. Ist klar, die Bikes da sehen noch kranker aus, da geht mehr und auf den Straßen ist auch mehr möglich. Aber grundsätzlich, ja, hat mir auch gefehlt. Deswegen waren wir uns auch ziemlich schnell einig, dass man das irgendwie so aufbauen muss, dass man, auch wenn ein deutsches Bike manchmal nicht so krass ist wie eins im Ausland, dass man sich ja für seine eigenen Bikes nicht schämen muss. Wir wollten ja uns als Crew positionieren. Und das ist ja ein großer Unterschied letztendlich. Wir teilen und posten sehr viele Sachen. Aber der gesamte Content, den wir produzieren, ist ja eigentlich Bezug nehmen. Also alles aus der Crew, aus der Gruppe heraus. Persönlich war uns sehr wichtig, dass wir ein Profil haben, wo man wirklich uns findet, dass wir uns nicht mit anderen Sachen rühmen. Wenn bei uns ein Video ist, wo auf Hinterrad gefahren wird, dann ist es einer von uns. Mhm. Krass. Wenn ein Video da ist, wo ein Burnout ist, dann ist es einer von uns. Ob es Umbauten sind, ob es Ausfahrten sind. Dass wir als Truppe einfach Spaß haben. Also wir wollen ja auch nicht Clubstyle Deutschland sein, wir wollen nicht Clubstyle Europa sein. Also nehmt es uns auch nicht übel, wir finden eure Bikes trotzdem geil, aber auf unserer Seite geht es um uns und das, was wir machen, um die Ausfahrten, dass ihr das gesammelt so habt, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wie diese Crew entstanden ist, ist eigentlich auch lustig. Wir sind jetzt nicht auf andere Instagram-Seiten zugegangen, die irgendwie erfolgreich sind und haben versucht, uns da irgendwie zu verbinden. Mhm. Zum Beispiel unser Jan, der wollte ein Bike von mir kaufen. Und wir sind seitdem Freunde alle. Mhm. Er hat es am Ende noch nicht gekauft. Wir müssen Jan mal anrufen, warum hat er das Bike eigentlich nicht gekauft? Komplett untergegangen. Ehrlich, Jan, Mann. Oder unser Marc, der mit der Rotlampe, mit der schwarzen, der war total lustig. Ich dachte, er will mich bei Kleinanzeigen bescheißen. Er dachte, ich will ihn bei Kleinanzeigen bescheißen. Am Ende haben wir telefoniert, zusammen gelacht und fahren jetzt zusammen, machen Clubstyle Culture, ist ja jetzt dabei. Und ist auch nicht mehr wegzudenken, so als Person, haben wir für uns so festgestellt. Also Lars kennt man auch durch einige Videos in Bad Salzuflen, die Walkaround-Videos, die wir gemacht haben. Ja, unser Highlight. Hey, schade, dass wir uns eigentlich gesehen haben. Mein Vater ist über 60. wer das Dresden-Video kennt, die grüne Rotglide, die da den Rolling Burnout zieht, das ist mein Daddy. Ach, krass. Vor allem,
wenn wir über Events sprechen. MacGyver 2.0. Es ist der Wahnsinn, was der da manchmal aus den Ärmeln schüttelt. Wenn ihr euch fragt, wie haben wir das ganze Zeug nach Bad Salzuflen bekommen, fragt uns er nicht. Bekommt über Nacht einen LKW ran und fährt ihn auch noch hin. Mit zwischendurch Polizeikontrolle bitte öffnen. Gut, und alle denken, alles ist vorbei. Holger hat ja die Harley Days Dresden gefilmt. Holger hat ein richtig cooles Hemd an. Er hat ein sehr cooles Hemd an. Und auch wieder ein Zufall. Holger fand es ganz cool, hat gesagt, ey, wenn ihr da nach hinten mal ein bisschen qualmen lassen wollt, ich würde aus Versehen die Kamera draufhalten. Und er hat zum Beispiel geschafft, was ich nie gedacht hätte, dass ich hier mal vor einer Kamera sitze. Und wie gesagt, verzeiht uns, dass wir keine Profis sind. Wir haben jetzt auch nicht analysiert, wie man YouTube neu macht oder anders macht. Wir versuchen einfach das, was wir schon gesagt haben, wir zu sein. Also genau so ist es richtig, ey. Die wirklich Spaß miteinander nicht hat. Nicht verstellen, gar nichts. Und nicht verloren gehen. Nee, das ist ja der Hauptgrund, warum wir es machen. Wir wollen viel Moped fahren. Genau. Wenn es passt mit der Kamera, dann kommt die Kamera. Ja. Aber am Ende ist es auch ein Hobby, was uns gute Laune machen soll und von allem ablenken, was sonst so schief geht im Leben. Und deswegen hat für mich beim Motorradfahren und auch bei Clubstyle negativ eigentlich gar nichts zu suchen. Versucht man eigentlich fernzuhalten? Ja, komplett. Also ich meine, es gibt ja einiges, was im Social-Media-Bereich da so hin und her geschossen wird, ist, wo wir uns ja wirklich 0,0 beteiligen. Wir haben da auch gar keinen Bock drauf. Wir wollen Spaß. Aber gar keine Zeit für, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich meine, wir machen das alles nicht hauptberuflich. Ganz, ganz wichtig, was die beiden Jungs hier gerade sagen. Ne? Mir ist das in letzter Zeit auch ein bisschen aufgefallen, dass man sich da so ein bisschen duelliert. Jeder muss krasser sein, sonst irgendwas. Ey, ist das doch mal drauf scheißen. Lass doch jeder das machen, worauf er Bock hat. Und das auch supporten. Und da irgendwie, es geht halt um die Sache. Ne? Ich habe die Jungs auch gefragt, ob ich auf das Video reacten darf. Da war nicht einmal so ein bisschen Rumgedruckse, gar nichts. Und so muss es doch sein. Jeder soll machen, worauf er Bock hat. Und nicht, nur weil ich jetzt sage, für mich persönlich, Clubstyle hatte ich vorher noch nie auf dem Schirm, würde ich mir jetzt vielleicht aktuell auch gar nicht irgendwie bauen, sonst irgendwas, heißt es doch nicht, dass ich das dann aber trotzdem auf der anderen Seite haten muss und super schlecht finden muss und dann jetzt irgendwie die Jungs hier noch irgendwie negativ bewerten muss. Ne? Lasst uns alle einfach Spaß zusammen haben und genau der Punkt, was hier gerade nochmal angesprochen wurde, es gibt doch genug Dinge, die bei uns allen privat irgendwie manchmal schief laufen, manchmal nicht so gut laufen, es versterben Leute, man verliert den Job, manchmal ist man an einem Punkt, es geht nicht weiter, aber sobald wir doch alle, das haben wir alle, ne, auch nicht mal auf Harley Davidson bezogen, aufs Moped schwingen oder irgendein anderes Hobby haben, von mir ist Reiten, Alter, keine Ahnung, das machen wir doch, damit wir einfach mal den Kopf ausschalten können und Spaß haben können, ne? Und das andere Thema, dieses Gestellte und so weiter, ich bin auch eher ein Fan von authentisch und deswegen glaube ich, hat mich dieses Video auch so gecatcht. Mega cool. Ich bin da auch raus. Ich werde da nicht mehr mitmachen. Ich habe da keine Zeit für so einen Kack. Ich habe da Bock drauf, Spaß zu haben. Ich will Spaß auch mit meinen Videos haben, ne? Um einfach am Ende vielleicht so sagen zu können, ich hatte ein ziemlich geiles Leben und was auch lebenswert war. Ne? Also, Scheibe abschneiden. Wir kriegen auch kein Geld dafür. Wir kriegen auch keine Kohle dafür. Das ist alles ein Hobby für uns und wie du schon gesagt hast, Berti, am Ende ist der Fokus Genau. der Spaß. Den also seid uns nicht böse, vielleicht kommt auch mal 4 Wochen, 6 Wochen kein Video. Dann hatten wir viel Spaß dazwischen und es kommt bestimmt ein neues. Ja. Wir hatten ja vorhin das Thema mit dem Logo, wir hatten unser Logo, haben gesagt, ey, dann lass uns ein Shirt machen. Das war ja auch so Freunde, nochmal so eine Verbindung. Mhm. So. Und die T-Shirts haben wir dann das erste Mal angezogen, als wir nach Budapest gefahren sind. 120-Jahr-Feier, Harley-Davidson haben ja alle mitbekommen. In Budapest angekommen, ist uns auf dem Treffen erst bewusst geworden, das, was wir über den Winter gebaut hatten und die Bikes, wie gut es ankommt. Mhm. Und die Resonanz von Budapest war eigentlich auch so, das hatten wir selbst nicht erwartet. Und jetzt hatten wir ja schon unser T-Shirt an, ja. Was wir uns ja kurz vorher, also dieses T-Shirt kannte ja eigentlich noch niemand. Und plötzlich war die Verbindung, es gibt Clubstyle Culture. Da ist uns eigentlich erst bewusst geworden, es gibt jetzt Clubstyle Culture. Mhm. Ja, stimmt. Und da ist dann eigentlich auch der Punkt entstanden, dass wir gesagt haben, okay, ja, vielleicht sollten wir da mehr draus machen. Die Leute freuen sich drüber. Vor allem das Geile, was du erzählst, auch der Contest grundsätzlich in Budapest, das war ja gar nicht unser Ziel, dort teilzunehmen. Wir sind erstmal eingebogen, aber ohne wirklichen Fokus. Und die Security hat einfach uns direkt durchgelassen. Direkt zur Bike-Show, so okay. Ohne irgendwas zu fragen. Ja. Und dann standen wir auf einmal vor der Anmeldung des Contests.
Und ich habe noch zu dir gesagt, boah, guck dir die Bikes an, keine Chance, keine Chance. Ja. Und da hatte ich ja dann den ersten Platz, Touring, 120-Jahr-Feier, Harley-Davidson. Boah. Krass, also habe ich bis heute ja nicht richtig realisiert, die Bühne, ich weiß nichts mehr. Ja, wir hatten auch wirklich Schwierigkeiten, gute Bilder zu bekommen. Wir selbst haben es, wir waren ja alle durch, wir waren alle überfordert in dem Moment. Da gibst du Herr und Frau Harley-Davidson die Hand. Ich wollte gerade sagen, du standest auf der Bühne mit Schwenkarmkameras und ich meine, da waren über 100.000 Menschen. Volker von Harley-Side hat ein paar Bilder irgendwie, hat die Möglichkeit, danke, ein paar Bilder danke, Volker, dafür. Zu machen. Wir hätten sonst halt gar keine Chance gehabt. Ja, also Budapest war für mich auf jeden Fall ein Highlight, was ich niemals vergessen werde. Wir haben wirklich die Möglichkeit gehabt, richtig coole Leute kennenzulernen. Ich erinnere mich an die spanischen Verrückten. Cuervos del Norte, glaube ich, war der Name. Letztendlich hat sich das dann auch weitergezogen zum Abend hin, auch in Richtung Jekyll and Hyde. Stimmt, da war das erste Mal, ist es intim geworden. Ja. Intim, ja. Naja, ja. Fan vom Produkt waren wir schon immer. Ja. Aber da hat man halt gesehen, dass es zwischenmenschlich auch richtig gut passt. Ja. Clubsair Belgien, Clubsair Luxemburg, die Franzosen haben wir da getroffen, wo wir uns jetzt schon freuen, dass wir sie alle in bunter wiedersehen. Und dann kam ja eigentlich auch schon Jamboree eine Woche vor Dresden. Mhm. Und da war dein Moment, Nico. Dein erstes Mal Bühne. Ja, genau, das stimmt. Wir waren ja beide auf der Bühne, aber du warst das erste Mal. Ja, zum ersten Mal einen Pokal mitgenommen. Da ist zum Beispiel das geile Bild entstanden, was Brownie denn als Metall hängt hier in der Werkstatt an der Wand, werdet ihr vielleicht auch mal sehen. Und dann war auch schon Harley Days Dresden. Ja, ne? Ging schnell, ja. Aber na gut, dass überhaupt das Thema aufkam, dass wir da stehen könnten, war ein Riesenzufall und Glück. Vor allem, dass Harley Davidson auch auf uns zugekommen ist, ne? In ja. dem Kontext und auch. Wir hatten ja probiert, noch andere mit irgendwie zu motivieren, dass man das zusammen macht, wäre auch um einiges einfacher gewesen. Aber. Krass, es wird mir auch jetzt gerade erst bewusst, dass sie da irgendwie auch mit eigenen fetten Ständen am Start sind. Alter Schwede, war mir so auch überhaupt gar nicht klar. Krass, Respekt, ernsthaft, ehrlich. Was durch sowas, ne, wie man gerade erzählt hat, wie man da irgendwie zusammenkommt, dass dann sowas Großes entsteht. Das Gleiche gilt ja unter anderem auch für die Rheinland-Shopper, Rhein-Main-Shopper, Petronals und wie sie alle heißen. Ne? Absolut krass. Naja, am Ende haben wir es hingekriegt und es war mega, mega war Veranstaltung. Schön. Also da ist so viel Potenzial, die Location ist geil, die Leute sind locker, weil auch die ganze Organisation, die Daniela da, der Matze von Harley Dresden, die machen das so geil und das hat, man merkt halt, das ist noch richtig mit Liebe. Wir sind ja da am letzten Tag dann noch mit dem Matze die Parade mitgefahren, sowas haben wir ja vorher nie gemacht, aber der Matze ist halt so ein cooler Typ. Da haben wir gesagt, ja, klar, fahren wir mit dir mit, fahren wir die Parade. Es war doch schön zu sehen, dass man anderen eine Freude macht in der Stadt. Ich habe mich deswegen jetzt auch nicht schlecht oder uncooler gefühlt, weil die Leute am Straßenrand haben sich halt einfach gefreut, mega dass gefreut. Es so ist. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch gedacht, dass also, es mehr das die Leute so nervt, weil wir waren laut wir und waren so weiter. Wirklich laut und das nimmt ja auch kein Ende. Der Zug ist ja wirklich unheimlich lang. Aber vielleicht halt auch das, was wir versuchen zu präsentieren, ist ja nicht obercool zu sein. Ja also wir... Ich bin jetzt 40, ich muss niemandem was beweisen, ja, außer Mann. Mir selbst oder meiner Frau beweist man, ja, der beweise ich schon gerne ab und zu mal was. Oder irgendeine auch. Jury. Ja, das war jetzt, da war ich gerade witzig. Es ist auch zum allerersten Mal gewesen, dass wir dann nicht auf Achse zum Event gefahren sind. Weil natürlich, stimmt, wo, wollen, da wir, ging's ja nicht wo wollen wir denn das Equipment, sag ich mal, mitnehmen? Können wir nicht ans Motorrad klemmen? 5000 Kilometer da, 3000 Kilometer hier. Und dann ist mal was um die Ecke, du könntest also locker mit dem Moped fahren. Da mussten wir dann mit dem Anhänger fahren. Ja. Aber ja, Stand war halt gar nicht möglich, ohne da mit dem LKW, Trailer und allem zu fahren. Krass. Was war danach, Nico? Ich weiß es. Na? Polen. Oh, Karpacz. Polish Bike für uns, was ganz Besonderes für uns beide. Karpacz hatten wir uns ja genau ein Jahr vorher eigentlich so richtig kennengelernt. Ja. Karpacz für mich so das kleine Fark. Okay. Berge, geiler Kenn ich Ausfahrt, gar nicht. Ein cooles Essen. Wenn das Wetter passt. Wenn, ja. Das Glück hat aber auch in Fark, ne? Nicht unbedingt. Also da ist wirklich kein Stock im Arsch. Die Bikes sind halt oft extrem, weil da Sachen möglich sind, die bei uns Polen, nicht so möglich ne? sind. Und da habe ich ja die Jungs kennengelernt, die auch zum Beispiel die weiße Rotkleid hier von Matze gebaut hatten. Und deswegen sind wir ins Gespräch gekommen, weil sie meinten, ey, guck mal hier Bilder, wir haben auch schon mal eine gebaut. Wer waren die? Gulli Custom hat zum Beispiel die Lackierung da gemacht. Und wir hatten auch gesprochen dann wegen Auspuffschweißen und so. Und so sind wir dann eigentlich drauf gekommen, wie klein die Welt wieder ist.
Und da war ja dann dein zweiter Moment auch schon in Polen. Da warst du ja schon wieder aus Versehen auf der Bühne. Da ist das geile Video, wo wir uns durch den Schlamm kämpfen. Warte mal ganz kurz, ich habe da nichts geholt. Du hast was geholt, mein Freund. Du nicht? Nein. Okay. Okay, Entschuldigung. Gut. Holger, was ist denn jetzt hier los? Machen wir das falsch, richtig? Ist alles scheiße. Ja? Ja. Eine Veranstaltung, die so ein Pflichtprogramm geworden ist. Wie siehst du das? Alles das ist mega, wenn das Wetter. Nicht weit weg von wenn Berlin. Das Wetter mal ein bisschen besser wäre wie letztes Mal, weil muss die ja Nummer. Jahr. Weil die Nummer, die hat uns echt die ja, für den Veranstalter Beine weggezogen. Weil die haben ja echt richtig schön was. Lars? Okay. Ja? Alles gut? Was passiert? Kommt mal ran hier, was sind die? Ja, komm mal her hier. Ja, muss mal gucken, ob die Couch noch reicht. Was waren das gerade? Oh. Wir passen alle auf die Couch. Das ist eigentlich. Ist das cool, ey. Jupiter, meine Güte. Mein Moped noch geschraubt, weil, wie wir gesehen haben, gibt es neue Überraschungen. Echt? Für 24. Gibt es neue Überraschungen? Ja, was kam nach Karpatsch? Was kam nach Karpatsch? Prag. Da haben wir uns gesagt, okay, wir machen eine größere Tour und hatten doch das Glück, dass die Mädels gesagt haben, ja, ein bisschen Urlaub können sie auch gebrauchen. Wir nehmen euch euer Gepäck ab. Mhm. Bis wo sind wir gekommen, wo wir hier losgefahren sind? Los, Lars, du kriegst sowas hin. Man muss dazu sagen, Lars ist der Routenprofi. Ja. Also der arbeitet euch die sexiesten Routen aus im Vorfeld. Megatitel für einen Kumpel. Der Routenprofi. Ihr seht, es ist wirklich spät, es ist Samstagabend. Die beiden versuchen dann... Da ist, glaube ich, jetzt auch schon rum im Glas. Oh ja. Mann. Und dann sind wir ja auch schon weiter Richtung Farg. Wir haben gesagt, wir machen einen kleinen Umweg, weil von Prag nach Farg ist ja Kurzstrecke. Also sind wir noch nach Kroatien gefahren. Und warum lachst du, Olga? Weil du Kurzstrecken bist? Liegt ja auf dem Weg quasi. Ja. Wir hatten vor der Tour, dachte ich, damit nichts schief geht, kaufe ich mir eine nagelneue Barnett-Kupplung. Das Beste vom Besten. Und ich hatte wirklich den blöden Zufall, dass bei mir das äußere Lager schräg eingepresst war. Die Berge fingen an, wunderschönen Strecken fingen an. Wir sind Kurven gefahren, alle waren glücklich. Und ich hatte keine Kupplung mehr. Mein Kupplungshebel, er wollte einfach in keine Richtung mehr. Wir haben geguckt, wir haben entlüftet, wir haben echt. Hatte ich auch Magic Bike Week. Die auch Bock hatten, uns zu helfen, was so Werkzeug und so angeht, aber da war nichts zu machen. Also haben wir gesagt, wir schaffen es bis nach Kroatien. Ein paar Berge und Kurven ohne Kupplung. Ich kann euch sagen, besonders anfahren ist ohne Kupplung ziemlich cool. Yes. Aber wir haben es geschafft. Wir sind in Kroatien angekommen und haben uns auch nicht aufhalten lassen. Mega Leute kennengelernt. Ich kann da kurz auch eine kleine Anekdote erzählen, wie es bei mir war. Ich war auf der Magic Bike Week, wir waren auf dem Rückweg. Fing so leicht an zu nieseln. Auf einmal auch meine Kupplung komplett weg. Ging nichts mehr, gar nichts mehr. Ich dann Gas gegeben, fahr los und wollte die anderen einholen, um zu sagen, Leute, ich war am Hupen alles, ne? Hier ist irgendwas, stimmt was nicht, wir müssen anhalten. Ich am Hupen, was machen die ganzen Atzen? Alle hupen mit. Schön, ich dachte mir so, leck mich doch, das gibt's doch nicht, ey, warum versteht das keiner? Dann bin ich vorgefahren, ne? So ein bisschen dann vorbei, geschrien, ja, kaputt, ne? Und dann der andere Kollege dann nach dem Motto, jo, gleich aufhören. Ich dachte, leck mich, ich habe keine Chance. Irgendwann kam die Ampel, ich konnte nicht mehr schalten, war am dritten, ja, und irgendwann natürlich dann da losgebockt wie so ein Irrer, ne? Da habe ich es ausgemacht. Fing es natürlich auch super krass in dem Moment an zu schütten. Ja, so ist das manchmal, ne? Aber das sind ja auch die Momente, die am Ende relativ lustig sind und die man halt gerne erzählt, ne? Die unterm Ladentisch ein Lager gefunden haben, was gepasst hat. Eine Rollerwerkstatt hatte eine Presse da, hat mir das Lager umgepresst und wir haben auf einer Wiese mit einem Mini-Nusskasten. Also Moment, Paddy, eine Wiese war es ja eigentlich nicht. Eigentlich das nicht. Das war ja mehr so wie so ein Acker mit Staub, Stein, allem drum und dran. Diese Kupplung dort auseinanderzunehmen und wieder zusammenzukriegen. Zusammen war eigentlich schwieriger als und dann irgendwie fast 1200 Kilometer dann irgendwann wieder zurückzufahren. Ja. Respekt an euch beide. Holger hatte eigentlich den Lone Rider gemacht. War cool, dass er dann halt dazugekommen ist. Und ja, Kroatien hatten wir dann noch eine schöne Bude, ne, mit Pool. Hatten wir wirklich eine coole Unterkunft. Haben wir noch ein bisschen Kroatien unsicher gemacht. Hatten da ja auch schöne Bilder an der Küste gemacht. Und Hammer. Ja, dann ging es ja schon weiter. Unser erstes Mal Fahrt zusammen.
dass wir wirklich alle geschafft haben, da zu sein. In Farg angekommen, haben wir für uns festgestellt, dass wir vielleicht dieses Jahr sogar mal länger als 3 Tage da sind. Ja, viel lockerer als alle immer erzählen. Also wenn du da nicht komplett einen Pfeil im Kopf hast und ausrastet, brauchst du dir da wegen deinem Motorrad auch keine Sorgen machen. Zieh dir einfach einen ordentlichen Helm auf, übertreib auf der Straße nicht da in der Menge und dann gibt es auch keinen Stress mit der Polizei oder wie würdet ihr das sehen? Also leise waren wir nicht. Nee, also wir sind da, also so viel Spaß wie in der Zeit, also was so Mopedfahren angeht, hatte ich so noch nie. Also das war was ganz Spezielles. Wir sind ein geiler Trip, die Kurven da in den Bergen rumgebrettert, das war so genial. Ob wir die Unterkunft in Slowenien hatten und nicht in Farg. Ja. Der Weg alleine immer durch diesen warmen Tunnel und so, wisst ihr noch? Ja. Der hat uns das Leben gerettet. Das stimmt allerdings. Wir sind ja vom Bike gefallen. Es war scheiße. Ich muss sagen, die Strecke durch Österreich wunderschön. Oh ja. Ja, also wenn man von Farg auf jeden Fall nach Hause fährt, dann muss sollte ich sagen, man vielleicht, über Prag fahren. Ja, genau. Ja. Ja. Farg vorbei. Wir dachten, das war es irgendwie für dieses Jahr. Wir fahren selber noch ein bisschen Motorrad. Aber dann kam ja der Knaller. In Prag war das, also eine Woche vor Farg, hatten wir ja die Info bekommen. Wir hatten uns ja eine Riesenmühe gegeben. Wir wollten in Dresden so Clubstyle-Performance den Leuten so ein bisschen näher bringen. Also hatten wir am Anfang des Jahres schon geplant, okay, am Ende des Jahres gibt es ja auch eine Messe in Bad Salzuflen, die Custom Bike. Und da hatten wir alle einstimmig beschlossen, lass uns doch mal eine E-Mail schreiben an die Custom Bike Show, ob die Bock auf uns haben. War echt cool, weil wir hatten mit der Eileen auch danach natürlich auch noch Telefonkontakt und mir dann auch ein bisschen, ne, ging auch ein bisschen um die Themen. Haben wir den Mehrwert erklärt. Welchen Mehrwert gibt es letztendlich? Ich glaube, am Ende haben wir, ich glaube, viel gemacht, dass, dass es vielleicht nochmal was Neues gab dort im Bereich Clubstyle. Ich meine, man muss ja auch differenzieren. Es gab ja zum einen die Veranstaltung von Punta Baña als eigenständigen Stand in Halle 20 und dann gab es uns diagonal auf der anderen Ecke in derselben Halle, die auch das Thema Clubstyle-Performance dargestellt haben und ich finde, es war wirklich gelungen, weil wir hatten zum einen unheimlich viele Leute bei uns am Stand, wir hatten richtig viele geile Gespräche. Ich denke, das ist auch für die Messe Hammer. Ja, auf jeden Fall Mehrwert dargestellt hat. Auf jeden Fall. Denke ich auch, aber das hat man ja in den Videos, die sind ja schon online. Hab mir ja gesehen, haben wir auch ein bisschen was dazu gesagt. Zum Beispiel Lars, so viel hast du noch nie über dein Bike erzählt, oder? Wie die Leute immer wieder Fragen hatten. Aber dadurch, dass es was war, für was du brennst, was du wirklich magst, hast du den ganzen Tag mit Leuten gequatscht, denen was erzählt und warst trotzdem nicht müde, weil das ja das war, warum du eigentlich da überhaupt stehst, weil du was machst, für was du brennst. Und das war für mich ein voll Highlight, geil, dass man auch wirklich mal Zeit hatte, so mit den Leuten zu reden. Jetzt vielleicht nicht für jeden Zeit hat, aber für, ich würde schon sagen, die meisten. Ja, definitiv. Kann sein, dass einer untergegangen ist, war bestimmt genau einer. Mhm. Was mich wirklich positiv überrascht hat, war die Bratwurst. Die Bratwurst auch, aber durch welche Altersschichten doch dieses Thema Clubstyle geht und nicht nur für die Jugend interessant ist oder war oder wie auch immer, sondern wirklich auch, ich sage jetzt mal, im fortgeschrittenen Alter, wir reden von siehe 50 Peter aufwärts, wirklich Gespräche war und es hieß, ey, ich habe mir gerade eine Lowrider S gekauft oder ich habe mir gerade eine ST gekauft und baue die gerade in diesem Thema um. Und das hat mich wirklich positiv überrascht und mich auf jeden Fall nochmal unterstützt, dieses Thema auf jeden Fall nach vorne zu bringen. Man hat schon gemerkt von seitens der Veranstaltung, wie viel Vertrauen uns entgegengebracht wurde. Also ich denke, ich vermute, dass man dann am Ende auch zufrieden war. Also jetzt mal von dem Stand abgesehen, wir hatten ja extra für die Messe das Messebike gebaut, in Kooperation mit Jekyll, die uns da einen Auspuff zur Verfügung gestellt haben, den es so noch nicht gab. Das Bike steht jetzt hinter der Kamera. Ihr habt da eine schwarz-grüne Rotking gesehen, die schon ganz gut umgebaut war. Aber am Ende sollte sie eigentlich nicht schwarz sein. Die Zeit war einfach nur viel zu knapp, dass da eine Lackierung nicht drin war. Bei dem Bike könnt ihr gespannt sein. Die wird diese Saison auf jeden Fall mein persönliches Highlight. Müssen wir eigentlich Peter noch überzeugen so richtig? Weil am Ende wird Peter ja derjenige sein, der dieses Schmuckstück auch fährt, ne? Ich hatte kurz Angst, dass er tot ist, weil er sitzt hier ganz steif neben mir. Hat sich auch, seit er hier sitzt, nicht bewegt. Und ich habe gerade schon überlegt, wie klärst du das jetzt mit deiner Mutter? Du steif hier auf der Couch.
Vielleicht geben wir so einen kleinen Ausblick auch mal auf dieses Jahr. Wir haben ja einige Veranstaltungen geplant. Erste Veranstaltung ist geplant, das ist das Clubstyle-Contest von den Jungs aus Belgien, die zum allerersten Mal ein Clubstyle-Event auf die Beine stellen. Gibt viele Hersteller, die schon geplant sind für die Veranstaltung. Also im Clubstyle-Segment die allererste Veranstaltung für uns, aus unserer Sicht, die auf jeden Fall sehr wertvoll wäre zu besuchen. Ist auch genau die richtige Strecke bis nach Belgien, um rauszufinden, ob alles, was wir gebaut haben, auch funktioniert. Ja. Also gut ADAC vernetzt. Und vielleicht hatten wir überlegt, fahren wir noch zum Open House, World House von Thunderbike. Oh, cool. Wir probieren es hinzubekommen. Ist auf jeden Fall auch ein Thema, was wir noch besprechen müssen. Na, ich persönlich war noch nicht bei Thunderbike grundsätzlich, auch bei keinem Open House. Freue mich darauf. Der Burger ist Wahnsinn. Rothaus. Wir essen ja gerne Burger. Und der Rothaus-Burger ist noch besser als seine Bikes. Nein, deine Bikes sind geil, Andreas. War Spaß. Aber der Burger ist wirklich cool. Ja. Und was ist für uns noch fest? Definitiv Bunter. Bunter Banger. Für uns auch ganz doll wichtig und fast schon eine Pflicht, denn Nico und ich hatten ja in Bad Salzuflen den Award gewonnen, Clubstyle I'm the King. Er in der Kategorie Softail, ich bei Tura. Glückwunsch. Und deswegen müssen wir dieses Jahr im Punta Banja sein, da gibt es keine Ausreden. Aber war im Vorfeld ja schon klar, dass wir es war klar, dass wir da sind. Also das ist aber jetzt ist es einfach eine Pflicht geworden. Ja, das stimmt. Man kann ja sagen, so Punta Banja ist ja mehr oder weniger so das Clubstyle-Mekka aktuell. Ja, ja. Also, haben sie schon also was Europa angeht, definitiv. Und Manu von Punta Banja macht ja da einen wirklich mega geilen Job. Wir freuen uns extrem auf diesen Termin. Nicht nur, weil wir die Leute wieder treffen, sondern vor allem auch, weil die Gegend dort. Ja, da werden auch wirklich wunderschön. Werden wir mega Ausfahrten haben. Und der Weg dahin wird eigentlich das Coolste für uns wieder. Ja. Wir haben auch gesagt, wir lassen uns ein bisschen Zeit, fahren wieder einen Umweg und lassen den direkten weg und machen auf irgendeiner Wiese meine Kupplung neu oder deine Kopfrichtung. Ich glaube, das passiert nicht nochmal. Dresden im Anschluss gleich. Selber Monat, Juli, nur am Ende. Park. Haben wir gesagt, nehmen wir uns dieses Jahr auch ein bisschen mehr Zeit. Dann sehen wir uns ja dieses Jahr auch. Eine Woche später. Falls dazu genau. Auch. August ist eine Woche später, ist wieder Carpatch Polish Bike Week. Wie gesagt, Riesenempfehlung von uns. Dann hat ja der Don noch eine Veranstaltung, wo wir schon gesprochen haben. Da kommen wieder Sachen dazwischen, die wir jetzt noch nicht mal wissen. Und dann Ende des Jahres hoffentlich in Bad Salzuflen bei der Custom Bike Messe, wo wir euch wieder zeigen, was das Jahr über passiert ist, wo die Crew vielleicht größer ist, dass sie gar nicht mehr auf dem Stand drauf passt. Mhm. Obwohl das jetzt auch nicht unser Ziel ist, dass wir eine Riesencrew werden. Nee. Hauptsache, die ist echt und wir haben alle Spaß miteinander. Quatschen uns an. Wir können gerne mal zusammen Motorrad fahren. Wenn es passt, dann bist du einfach dabei. Genau, es gibt auch viele wirklich, die jetzt schon, sag ich mal, den Kontakt aufnehmen. Wir haben ja wirklich schon viele Gespräche über Instagram, Social Media, schreiben sehr viel und es wird wirklich immer und immer mehr. Also ich bin da echt... Dankeschön auch an die, die wirklich Bock auf unser T-Shirt haben. Es schmeichelt natürlich sehr, wenn jemand das feiert. Und wir haben es jetzt in Europa verteilt, kriegen wir Fotos geschickt, wo unser Shirt überall rumfährt. Na, vor allem Wahnsinn. Ist es so eine Bestätigung auch, muss man sagen, so, dass man Bock hat auf die Crew. Also genau. Auch uns als Typen, die einfach Spaß an der Sache haben und das ganze Thema Clubstyle nach vorne bringen wollen. Mega geil. Ja. Also vielen Dank dafür. Genau, danke auf jeden Fall. Wollt ihr noch was? Haben verdienen, wir was vergessen? Ne? Steif dir lebt. Nein, war ein Spaß. Alles super. Ich lebe. Lars, du warst ja heute live dabei. Erzähl mal was. Was kommt als nächstes? Erstmal stellen wir unsere Bikes vor. Also jedes Crewmitglied stellt persönlich sein Bike vor. Was kommt? Was ist schon geschehen? War auch mein erstes Mal so richtig vor der Kamera und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch gefällt es auch, dass ihr vielleicht auch mal ein bisschen Inspiration euch für eure Bikes holt. Weil auch das ist mir auf der Custom Bike Show aufgefallen, dass da viele Fragen kommen, wie macht man das, wo kriegt man das, etc. pp. Wir versuchen so ein bisschen neue Ideen zusammenzubringen, damit wir ein bisschen das ganze Thema noch weiter irgendwie nach vorne bringen. Wir probieren uns gerade selbst ein bisschen aus. Also sieht es uns nach, wenn alles nicht ganz so perfekt läuft und nicht so professionell. Aber wenn ihr Ideen habt, kommt auf uns zu. Wir sind für alles zu haben und lasst uns dieses Jahr schön gemeinsam abreißen. Wir freuen uns alle zusammen, euch auch vielleicht in dem einen oder anderen Event kennenzulernen. Wir sind jederzeit für euch da und genauso wie auch auf Social Media. Wenn ihr ein Thema habt,
Haben wir ja heute schon oft genug gesagt, schreibt uns an. Wir haben Bock auf euch und ja, lasst uns dieses Jahr gut starten und gemeinsam viel Spaß haben. Wir zeigen euch jetzt mal die ersten Bikes, ihr sagt, wie ihr es findet. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann jetzt auf jeden Fall abonnieren. Wir freuen uns und werden versuchen, abonnieren, das ganze Leute. Thema nach vorne zu pushen. Nur verdient. Danke euch. Der erste Satz ist wirklich schwer, Holger. Wie sagt man Hello, ohne es zu Hi. Hi. Ja. Wir wollen keine Kommentatoren oder wie heißen sie? Moderatoren. Moderatoren. Ich sag's euch ungern. Aber wir passen nicht alle auf diese Fest. Ich steck wirklich fest. Ja. Nein. Doch. Platz. 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 Aber cheers, ne? Cheers, ne? Nicht gut. Lass uns erstmal einen Schluck trinken. Also mich sprecht bitte nicht an. Du kannst doch nicht jetzt 1,5 Stunden ohne Zigarette jetzt labern. Der Stuhl ist mega scheiße. Hallo, wir sind's für euch. Clubs der Culture, the real, the number one. The number one. The true, the only. One in Germany. And the first. Let's make Clubs der great again. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Händen machen soll in der Zeit. Kannst du mir die rechte Hand? Sack halten. So, wir haben schon 19 Minuten gefilmt. Nur Outtakes. Null Bullshit. Ja. War nur meine Eier? Das ist das Outro. Das ist das Einzige, was wir von dir mit reinnehmen. Hallo, sieht man nur meine Eier? Ey. Leute, also nochmal, ne? Ich glaube, jeder, der dieses Video gesehen hat, kriegt auf jeden Fall einen richtig geilen Insight. Ich finde die so sympathisch und gerade was zum Ende auch da war, ne? Dieses, das ist für uns alle, ne? Das heißt, auch jetzt die ganzen einzelnen Videos für den einzelnen Bikes und so weiter, das ist wirklich offenlegen. Es gibt ja Leute, die sagen da irgendwie zu nichts und geben keine Informationen weiter. Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja, es geht hier um das große Ganze. Und das finde ich halt stark, ne? Und wie ihr selbst seht, ey, das ist einfach nur authentisch. Und ich muss dazu sagen, spreche erstmal so vor der Kamera. Das ist wirklich wild. Ich bin immer noch so, wenn ich jetzt irgendwie eine dicke Kamera da vor der Linse habe, dass ich mich halt sehr, sehr, sehr oft unwohl fühle, unsicher fühle und so weiter, ne? Das ist verrückt. Also Leute, bitte tut mir einen Gefallen, gönnt euch die Videos. Ihr habt jetzt gehört, wo die alle sind, sprecht die Jungs an, schreibt denen bei Insta und. Also ich habe denen auch geschrieben, habe innerhalb von ein paar Sekunden Antwort bekommen, ne? Ungelogen jetzt, es ging sehr, sehr schnell. Also, falls ihr Fragen habt, meldet euch bei den Jungs, abonniert den Kanal nochmal, ne? Da kommen jetzt die anderen Videos. Und in diesem Sinne, Leute, in diesem Sinne, haut rein. Und wir sehen uns dann. Eventuell machen wir sogar was zusammen. Würde mich sehr freuen. Und ja, tschüss. Get down in the car, one time give it all, bust it open, huh? Let me see you jump. Get down in the car, one time give it all, bust it open, huh? Let me see you jump. I fucked up this vessel, baby, hustle, but then what, then oh my god.